Ja, als erstes unten rechts mit dem Zahnrädchen die Sendung schneller stellen, weil ich ja so langsam rede. Ja, willkommen beim einzigen Ort der Wahrheit, der naturwissenschaftlichen, komplexen Wahrheit in einer Welt der Irrtümer und des Aberglaubens. Hier unsere Tagesthemen für heute. Unser Tagesbild. Ja, so glaube ich, können wir es lassen. Und wir beginnen mit den Kommentaren und natürlich werden auch die Kurznachrichten nicht fehlen. Also, wir beginnen aber heute mit den Kommentaren. Ja? Ein Kommentar schreibt: Eine Lohnreduktion oder Lira-Abwertung ist ja ökonomisch fast identisch. Nur mit dem Unterschied, dass die Lohnreduktion in der Praxis fast unmöglich durchzuführen ist. Rechtsstaat. Eine Währungsabwertung ist praktisch viel einfacher umzusetzen. Das Ergebnis ist dasselbe, nur die Umsetzung ist einfacher. Ja, erstmal soweit. Ja, das ist ja bestimmt richtig, aber ich habe ja ziemlich bewusst gesagt, dass eben die Italiener lernen müssen, von einem Mindesteinkommen auszugehen, wie das Professor Sinn empfiehlt, ja, weil es eben im Moment als unmöglich erscheint, dass der Euro aufgegeben wird, ja. Und solange der Euro nicht aufgegeben wird, muss man halt das Unmögliche oder das fast Unmögliche tun, nämlich alle Formen von Mindestlöhnen, von Tariflöhnen und auch alle Formen von Gewerkschaften zu beenden und zu ersetzen durch das Konzept des Mindesteinkommens, sodass wir in Europa jedem Menschen ein Mindesteinkommen garantieren, was ja letztendlich der Hartz-IV-Satz ist, sozusagen, der allerdings auch noch deutlich reduziert werden müsste. Aber gut, das wäre dann also ein Mindesteinkommen, ja? Und dieses Mindesteinkommen, das garantiert der Staat, aber er muss es wieder, damit die Wirtschaft wieder aus dem Loch herauskommt, muss es erlauben, dass die Leute für 1 Cent pro Stunde arbeiten oder für 50 Cent oder für 1 Euro die Stunde, damit jeder in Arbeit kommt, jeder etwas arbeitet und dann eine Volkswirtschaft langsam wieder sich aufrichten kann, bis es dann dazu kommt, dass wieder geniale Unternehmer ins Land kommen, Arbeitsplätze zur Verfügung stellen und letztendlich dann sozusagen ein Land wieder wirtschaftlich aufsteht, ja? Und der Euro ist ja quasi im Moment Euro plus Gewerkschaften, plus Tariflöhne, plus Mindestlöhne bedeutet, dass ganze Teile ganzer Staaten zur Untätigkeit und zur Massenarbeitslosigkeit verurteilt sind, weil eben sozusagen dieses Anspruchsdenken genau dazu führt. Und da wir den Euro wahrscheinlich nicht loswerden, wäre es viel sinnvoller, dass wir in den Staaten mit den Bürgern reden und ganz klar sagen: Also, wir können wirtschaftlich in den Totalruin weiter abgleiten und wir werden dann vielleicht maximal die Sozialhilfeempfänger Europas, ja? Oder wir wollen ein stolzer, wirtschaftlich erfolgreicher Staat sein, der sich selber ernährt und dazu müssen wir mit 1 Cent pro Stunde Arbeitslohn wieder erstmal wieder anfangen. Hauptsache überhaupt erst einmal wieder arbeiten, ne? So. Gut, von daher, und eine Währungsabwertung setzt ja voraus, dass der Euro verschwindet und oder mindestens die Lira zusätzlich eingeführt wird, und das ist viel weniger wahrscheinlich zu erwarten noch, ne?
Ja, und dann stellt der Kommentator noch eine Frage: Kann man anstatt Kommune auch hin und wieder Stamm sagen? Ja, könnte man. Aber wir spielen ja ganz bewusst, wir arbeiten ja ganz bewusst mit den Worten und sagen ganz bewusst Kommune, damit eben die Leute sich klar werden, dass Naturwissenschaft keine Angst haben darf, weder zu schimpfen über oder zu kritisieren Pseudokommunismus, Pseudosozialismus und Pseudoplanwirtschaft, Sowjetunion, DDR und so weiter auf das Härteste zu kritisieren, aber zu überlegen, was spricht denn aus naturwissenschaftlicher Sicht für den Menschen als Kommunen oder kommunistisches Tier sozusagen, ja? Und diese Offenheit muss Naturwissenschaft bewahren und ja, gut, dann ein paar Leute werden uns immer in die linke Ecke einordnen, weil sie alles, was ihren Irrtümern nicht entspricht, sowieso dazu neigen. Die einen neigen dazu, alles ins Linksradikale zu schicken, zu beschimpfen, und die anderen neigen dazu, alles, egal was kommt, als rechtsradikal zu beschimpfen. Ja, das führt uns doch nicht weiter. Ja? Also wir müssen doch naturwissenschaftlich vorgehen, und wie gesagt, und da sollen doch die Leute, die den Weltrat und die Next Scientist for Future als links beschimpfen, ist auch kein Problem. Auf jeden Fall müssen wir offen darüber nachdenken, ob es einen Unterschied geben könnte zwischen Pseudokommunismus, Planwirtschaft und Sozialismus und echtem, naturwissenschaftlich fundierten, vernünftigen, mit Marktelementen gespicktem, echtem Kommunismus, Sozialismus, Planwirtschaft und so weiter. Ja? Und solch eine offene Frage, ja, da kann ich denen nicht helfen, die, wenn sie nur das Wort echter naturwissenschaftlicher Kommunismus hören, die dann sofort sagen, ja, das sind ja die Sowjetunion-Fans. Dabei sind die Naturwissenschaftler natürlich die härtesten Kritiker, die es überhaupt gibt, dieses sowjetischen oder DDR oder sonstiger Pseudokommunismen. Ne? Ja, aber wie gesagt, wir müssen dafür offen bleiben, und sollen uns die Leute halt dann als links beschimpfen, ist auch nicht so schlimm. Ne? Ja, dann eine Meldung, die ganz gut dazu passt, auch zu unseren Tagesthemen. Ja, wir haben ja beim Tagesthema auch hier, wir hoffen ja auch, den Arzt Wolfgang Wodak vor dem Corona-Ausschuss wiederzutreffen in ein paar Tagen, also oder zu treffen in ein paar Tagen. Da soll es eben um Fehlanreize geben, sozusagen gehen. Und die Fehlanreize, ja, dazu passt sehr gut. Ein Text, eine Sendung hat das geliefert. Im Ärzteblatt schreibt jemand zu dem Thema Fehlanreizen auch im Gesundheitswesen und so weiter. Und dann beschreibt er die Lage ganz gut, ne? Der Wettbewerb zwingt zur Erschließung neuer Märkte. Das Ziel muss die Umwandlung aller Gesunden in Kranke sein, also in Menschen, die sich möglichst lebenslang sowohl chemisch, physikalisch als auch psychisch für von Experten therapeutisch, rehabilitativ und präventiv manipulierungsbedürftig halten. Ja? Um gesund leben zu können. Ja, also das heißt, das ist das, genau das ist das, was das Ergebnis des Weltrates ist und der Next Scientist for Future, dass Evolutionsprozesse verlaufen sind aufgrund der Fehlanreize, die freier Markt und freier Arbeitsteilung generell darstellen,
ist es quasi so, dass die wirtschaftlichen Zwänge eigentlich erst dann an ihrem Ziel sind, wenn alle Menschen sich als Kranke verstehen, die ständig von Arzt zu Arzt oder Psychologe zu Arzt und so weiter rennen müssen, ja? Widersprechen muss ich dem Artikel bei der Seite der Prävention, denn die würde, wenn wir Prävention in Zukunft belohnen und eben das Verwalten von Krankheit nicht mehr belohnen durch eben die Wohlfühlstimme, die Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten, die Wirtschaftswunderdaten und so weiter, die die Grundlage der Ermittlung der Verdienstzuschläge und Verdienstzuschüsse darstellen, sozusagen, ja, das würde natürlich alles umwandeln und ich bin heilfroh, wenn die Leute dann jeden Tag beim Arzt sind, in einem Gesundheitskurs, in einem Sportkurs, alles kostenlos und so weiter und eben alles lernen kostenlos, wie man gesund lebt und teure Behandlungen gar nicht mehr braucht, sozusagen. Ja? Da wäre ich dann sehr positiv, ja, für. So, und dann beim Ausschuss, ja, wird es auch ge gehen um so Themen wie Korrumpierung der Wissenschaft durch Drittmittelabhängigkeit, beziehungsweise Lenkung der Wissenschaft in die falsche Richtung, wie bei den unendlich vielen Studien zu HCl, ob da wirklich Salzröhre gemeint ist oder eher Chlordioxid oder andere Sachen, ja, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall muss man ganz klar sagen, wir sehen es ja zum Beispiel Kaiserschnitt. Irgendwie, als der Kaiserschnitt höher bezahlt wurde als vorher, änderte sich in der Ärzteschaft das Bewusstsein, dass die kamen immer mehr vorteilbringende Irrtümer auf, die eben irgendwie es gut fanden, bei jeder Gelegenheit einen Kaiserschnitt zu machen. Also die Wirkung von Fehlanreizen ist manchmal unmittelbar und manchmal sehr schnell zu beobachten, ja. Aber entscheidend ist, dass falls tatsächlich der erste Früharzt schon vor 170.000 Jahren aufgetaucht sein könnte, dass wir dann über die Jahrtausende hin ein ständiges Aufkommen nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion, ein ständiges Aufkommen von Irrtümern haben, die sich dann als vorteilbringend in den Rahmenbedingungen eines dysfunktionalen Gesundheitswesens sozusagen erweisen und dann eben aufgrund der Fehlanreize sich diese vorteilbringenden Irrtümer ausbreiten. Und wenn alle paar Jahrhunderte ein neuer Irrtum dazu kommt, dann haben wir dann am Ende heutzutage mit Tausenden von Irrtümern zu tun, von denen ja die Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtümer gerade bei Corona jetzt zu den wichtigsten gehören, ja? Denn das ganze Problem fußt ja auf diesem Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtum und eventuell dem wirklich der Regierung schuldhaft eventuell vorzuwerfenden Tendenz, nur auf ganz wenige Experten zu hören und auch nur ganz wenige überhaupt zu Rate zu fragen und ganz bewusst sozusagen die Gegenseiten auszuschließen in der Erörterung. Und das könnte man eventuell der Regierung schuldhaft vorwerfen, ne, als wirklich eine Pflichtverletzung. Ja, und das sozusagen, und natürlich die Drittmittelabhängigkeit. Natürlich stellt man immer fest, dass merkwürdiger Stu Weise Studien, die von der Wirtschaft finanziert wurden, merkwürdigerweise viel häufiger die gewünschten oder von der Wirtschaft erhofften Ergebnisse tatsächlich auch bringen. Ja, also, und das muss dem Forscher oft gar nicht bewusst sein, dass er irgendwie unmerklich doch dem unbewussten Prinzip, wes Brot ich esse, das Lied ich singe, dann gefolgt ist. Und wir gehen deswegen von einem riesigen Anteil von Pseudowissenschaft in der Wissenschaft aus.
Deswegen legen wir ja so viel Wert auf unsere so knallharte naturwissenschaftliche Physik, Chemie, Biologie, naturwissenschaftliche Teile aller Psychobiologien und Psychologien und Evolution, Soziobiologien und so weiter. Auf dieses Fundament legen wir ja so gewaltig Wert. Eben weil gerade eben wir sehen, dass die Wissenschaft überflutet ist mit Pseudowissenschaft, weil eben nirgendwo der Anreiz auch in der Wissenschaft vorhanden ist. Du wirst belohnt, wenn du über Dinge forschst, die den Menschen nutzen und die Gesundheit der Menschen fördern und zum Beispiel Krankheiten verhindert. Dort gibt es auch in der Wissenschaft keine Belohnung für und so weiter. Ganz besonders, wenn dann auch noch die Wirtschaft, also die Pharmawirtschaft und die Medizinwirtschaft mit ihre Finger im Studium hat und in der Wissenschaft hat und so weiter. Also wir gehen davon aus, dass wir deswegen sozusagen riesige pseudowissenschaftliche Anteile haben, ja? Und deswegen ist ja die Next Scientists for Future und der Weltrat verstehen sich ja also als die naturwissenschaftlich basierte, stabile Wahrheitsbasis in der Welt deswegen, ne? Ja, und dann die Bettenprämie. Ja, das ist natürlich klar. Natürlich ist es für Krankenhäuser teilweise lukrativer gewesen, Betten leer stehen zu lassen, wenn sie dafür eben die hohe Corona-Prämie bekommen haben. Ja, egal, ob dann die Leute, das Personal eher arbeitslos war oder in Kurzarbeit geschickt werden musste, wenn es sich fürs Krankenhaus rechnet, rechnet es sich fürs Krankenhaus. Ja, also auch dort, man findet immer auch natürlich kurzfristig passt sich irgendwie das Denken, tauchen irgendwelche Irrtümer im Denken relativ kurzfristig auf, sodass dann diese Irrtümer sich als vorteilbringend erweisen und dann diese neuen finanziellen Anreizkonstellationen relativ systematisch ausgenutzt werden können, ohne dass man unterstellen müsste, dass diese Leute da sozusagen böse Absichten dabei hätten, sondern es findet sich schon irgendein Irrtum, irgendeine Denkweise, die dann Mehrheitsdenkweise wird, die zufälligerweise dann auch das Geld bringt, ne, die Prämien bringt, ne? Und auch eben, es ist ja wohl auch so, dass es mehrere Gründe gab. Zum Beispiel, die Beatmungen wurden sehr hoch bezahlt, höhere Abrechnungsmöglichkeiten für Corona-Patienten, also die Tendenz, Leute leichtfertig in Intensivbetten zu stecken und dann leichtfertig zu beatmen. Da gab es dann wohl zwei Gründe. Eine war der Grund, dass in so einem geschlossenen Atmungskreislauf das Personal weniger Angst hatte vor eigener Ansteckung. Denn wir müssen uns klar sein, das Personal glaubt an die Supergefährlichkeit, an die angebliche Supergefährlichkeit des Virus, ja. Und in der Folge ist es eben so, dass man so, dass sich dadurch auch die Krankheitsverläufe natürlich sehr stark verlängert haben und dadurch natürlich insgesamt mehr Belohnungen für alle Beteiligten daraus resultierten, ne? Aber entscheidend ist, dass immer zu solchen momentan sich vermehrenden Irrtümern die Perspektive kommen muss, dass wir 170.000 Jahre Geschichte hinter uns haben, in denen sowieso schon ein riesiges Repertoire an vorteilbringenden Irrtümern im Gesundheitswesen sich akkumuliert hat und deswegen sowieso zu lauter für die Bevölkerung und für die Menschen schädlichen Entscheidungen geführt hat. Ne? Schluck Wasser. Ja, und die bei der Politik Machterhaltungstendenzen, narzisstische Motive der Politiker, vielleicht ein Thema für Professor Wallach, Ausnutzen der Lage, um unliebsame Gesetze durchzusetzen. Ne? Ja, also
mit dem Ausnutzen der Lage, um unliebsame Gesetze durchzusetzen, dass man sagt ja, es sei immer sehr beliebt, wenn die Bevölkerung beim Fußball abgelenkt ist, dann kann man unliebsame Gesetze schnell verabschieden. Natürlich ist das denkbar, aber da jetzt das zu stark zu unterstellen, da wäre ich halt vorsichtig damit. Aber dass natürlich letztendlich der Politiker in der Lage steht, dass er vor der Wahl den Bürgern sehr viele Versprechen macht. Das löst Hoffnung in den Bürgern aus, die Bürger wählen ihn und dass er danach ja wieder sehr viel Kontakt mit reichen Personen hat, mit Lobbyisten hat und dann irgendwie es zwangsläufig ist, dass sein Denken sich sozusagen stärker von den Lobbyisten und von den reichen Freunden und so geprägt ist. Vielleicht redet man auch über den Job, der nach der politischen Karriere dann in der Wirtschaft winkt und so weiter. Und dann ist es ganz verständlich, dass eigentlich Politik für die Wirtschaft gemacht wird und für die Reichen gemacht wird und nur vor der Wahl dann den Bürgern wieder versprochen wird, und die Bürger vergessen eben total schnell und lassen sich sehr schnell wieder in Hoffnung fangen. Und natürlich, haben wir solche Tendenzen, Evolutionsverläufe, weswegen ja die Wohlfühlstimme zum Beispiel als neue Wahlstimme ja so wichtig wäre, weil sie den Politiker zwingen würde, über die gesamte Legislaturperiode hinweg, über die gesamte Amtszeit hinweg, jeden Tag, jede Sekunde 100% dem Wohlergehen der Bürger dienen zu müssen, sozusagen, was das jetzige Politiksystem tatsächlich nicht hergibt. Im Moment ist es für den Politiker irrelevant, dem Bürger wirklich jeden Tag dienen zu sollen. Ja, das braucht er nicht. Der kann trotzdem überleben. Ne? Ja, und insgesamt haben wir eine viel zu große Wissenschaftsgläubigkeit, weil eben die Bürger nicht wissen, wie groß mittlerweile durch Außeneinflüsse und durch Fehlanreize im Wissenschaftssystem selber sozusagen der pseudowissenschaftliche Anteil ist. Ich darf nur kurz andeuten, dass eben unsere Wissenschaftsreform dafür bedeuten würde, dass der Wissenschaftler erforscht etwas Neues, findet was Neues heraus, wendet das in der Region um die Universität an und dann wird geguckt, ob sich die Wohlfühlstimmen und Gesundheitsdaten der Bürger dort verbessern oder verschlechtern im Rahmen der Anwendung der Neuerungen sozusagen. Und davon wird in Zukunft seine Karriere abhängen. Und dadurch wird Wissenschaft sozusagen zielstrebig gelenkt in den Dienst und für den Nutzen und Gesundheitsnutzen und Wohlbefindensnutzen der Bürger, was sie bisher nicht ist. Bisher steht die Wissenschaft unter einem riesigen Konzert an Fehlanreizen, die auch dort überall die in die Irre führen. Und deswegen gibt es ja auch die Next Scientists for Future, weil es eben darum geht, wieder Wahrheit zu verwalten und eine Wissenschaftsreform zu bewirken, die dazu führt, dass jeder Wissenschaft wieder der Wahrheit dient und nicht irgendwelchen unklaren Karriereinteressen, Fehlanreizen im Karriereverlauf, Fehlanreizen aus der Wirtschaft und so weiter. Und genau darum geht es eben auch. Ja? Und ja, vor den Kurznachrichten, nee, machen wir doch zwischendurch die Kurznachrichten, bevor wir uns dann den Tagesthemen, dem wissenschaftlichen Heute-Journal widmen, nochmal. Gehen wir also nochmal auf unser Tagesbild und die Kurznachrichten. Na? Ja, was hatten wir hier? Oh, hört, hört, OE24, also ein großer öffentlicher österreichischer Sender, lässt jemanden zu Wort kommen, der hinterfragt, der alles hinterfragt, der allerdings sehr weit geht und sozusagen die These hat, die ist natürlich sehr gewagt, dass nämlich die Hedgefonds quasi, deutet er an, hätten quasi die Gefährlichkeitsüberschätzung der Medizin quasi beauftragt,
um dann die in Österreich zerstörten Betriebe durch den Lockdown billig aufkaufen zu können. Das dürfte vielleicht ein bisschen zu viel. Da sind wir wahrscheinlich schon im leicht verschwörungstheoretischen Bereich, ja? Also mir reicht es, dass der freie Markt und die freie Arbeitsteilung Evolutionsverläufe im Gesundheitswesen ausgelöst zu haben, eventuell schon seit 170.000 Jahren, wo sich vorteilbringende Irrtümer angehäuft haben, zu denen Gefährlichkeitsüberschätzung gehört. Generell kann jeder Arzt immer dann mehr verkaufen, wenn er eine Gefahr für größer einschätzt, als sie tatsächlich ist, weil dann die Bereitschaft, dass Patienten einer gewagten Operation zum Beispiel oder sonstigen Behandlung zuzustimmen, immer viel größer ist als ohne diese Gefährlichkeitsüberschätzung. Da war ein Beispiel in einer Sendung, da wurde einer Tetanus geimpft, obwohl er noch 1,5 Jahre Impfschutz gehabt hätte. Ja, und das ist doch das Prinzip. Der Arzt hat gesagt, nein, die Gefahr ist groß, Sie müssen jetzt schon impfen. Also in dem Moment, wo der Arzt wirklich denkt, da wäre eine Gefahr und dann auch der Arzt die Gefahr im Kopf hat, ja, der Patient vergisst vielleicht in 1,5 Jahren seinen Impfschutz wieder, seinen Tetanus-Impfschutz wieder aufzufrischen und deswegen muss ich ihm jetzt Druck machen, dass er das jetzt macht und er hat es dann tatsächlich gemacht und hat sich impfen lassen und so weiter. Und Gefährlichkeitsüberschätzung gehört zum medizinischen Handwerk seit 170.000 Jahren freier Markt und freier Arbeitsteilung. Ja? So. Und diese Sendung haben wir übrigens so mit diesem österreichischen Fernsehsender habe ich gebeten darum, dass der Sender News und Talks die in die Playlist Nummer 3 am Ende aufnimmt. Da ist sie wohl drin. Aber eben mit diesem Fragezeichen, ob das nicht ein bisschen zu verschwörungstheoretisch ist, ne? Ja. Und dann noch einmal, bitte machen Sie sich noch einmal klar. Ganz normal, zum ganz normalen bundesdeutschen Alltag gehört, dass alle 30 Sekunden ein Mensch stirbt. Ja, also wir haben jetzt in der Sendung, wir haben jetzt diese Sendung, die läuft jetzt seit, je nachdem, wie Sie das Tempo gedreht haben, seit 26 Minuten. Also haben wir ungefähr in der Zeit sind 50 Menschen ganz normal in Deutschland gestorben, ganz egal, ob Corona oder mit Corona oder nicht, oder anders, oder von der Leiter gefallen oder Autounfall. Also das ist ganz normal, dass alle 30 Sekunden ein Mensch in Deutschland stirbt. Relativieren Sie bitte, bitte Ihre Vorstellung, dass deswegen irgendwelche angeblich alarmierenden Zahlen hoch seien. Nein, wirklich alarmierend ist, dass es zum Naturphänomen gehört, dass jede Minute 2 Menschen in Deutschland sterben. Ganz normal. Und ja. So, nächste Kurznachricht. Da war ein schöner Western. Und da wurde nochmal so deutlich gezeigt, was unsere Fehlanreize, unsere schädliche freier Markt und freier Arbeitsteilung für Folgen hatten. Dieser Richter wollte tatsächlich unbedingt gebraucht werden. Und der Sheriff tötete ihm zu viel von seinen Kunden weg, weil er in Notwehr, die Leute wollten sich nicht fassen lassen und schossen dann auf den Sheriff und dann hat er natürlich zurückgeschossen. Und der Richter hat sich dann knallhart gegen den Richter gestellt, hat sogar den dann verfolgen lassen und wollte den einsperren und so weiter, weil der Richter wollte eben den sanften Umgang mit den Verbrechern, damit er eben sozusagen als Richter gebraucht wird und niemand auf die Idee kommt, ihn als Richter einzusparen. Ja? Also er wollte sozusagen einen sanften Umgang mit seinen guten Kunden. Und das zeigt so, dieser Film zeigt so ganz offen, was freier Markt für paradoxe Folgen hat, freie Arbeitsteilung, nämlich dass Richter Tätern gegenüber freundlich gesinnt werden und der Polizei gegenüber feindlich gesinnt werden,
weil sie sozusagen dann am meisten Wichtigkeit und Karriere machen können und mehr Personal bekommen können, hübsche Assistentinnen bekommen können, wenn mehr vor Gericht landen. Ja? Und ein Polizist, der dann also in Notwehr die meisten Verbrecher erschießt, ja, den will er nicht haben. Ja? Also man kann, das war, also dieser Film hat so ganz deutlich gezeigt, unter Bedingungen von freier Arbeitsteilung entwickelt sich tendenziell, evoluiert sich der Richter als Freund der Verbrecher. Ja, dieser Film hat das ganz toll gezeigt. Ja, es ist immer sehr lehrreich, Western zu schauen als Freizeitvergnügen. Ne? Ja, dann Doktor, da sind wir jetzt aber auch schon wieder im Bereich der Tagesthemen, Dr. Markus Krall ist aufgetaucht noch einmal im Konzert, also Friedrich Merz hat wohl ein neues Buch, irgendwie Kapitalismuswagen oder so ähnlich. Ne? Das wurde in einer Sendung wohl ausführlich besprochen. Wichtig ist nur der Punkt, dass also da, und Hans-Werner Sinn soll ja gesagt haben, dass irgendwie Merz ein vernünftiger Mann wäre für die Regierung. Ne? Und da ist eben das Dilemma. Markus Krall und Ferdinand Merz blasen ins gleiche Horn. Krall sagt ja immer so, die Sozialisten hätten den Menschen nicht so akzeptiert, wie er ist, sondern hätten den neuen sozialistischen Menschen irgendwie haben wollen oder erzeugen wollen. Aber Markus Krall selber akzeptiert den Menschen auch nicht so, wie er tatsächlich ist, ja? Er sieht nicht, dass eben die weniger gebildeten Menschen, also das hier, dass seine Theorie nur für die Klügsten der Klügsten gilt, die also sozusagen denen ihre Eltern schon beibringen, dass sie jeden Werbespot so betrachten müssen, dass also das Gegenteil wahr ist und dass jeder Werbespot immer die Lüge ist und dass auch entsprechende journalistischen Medien, die dann also von diesen Werbekunden bezahlt werden, dass die auch deren Aussagen eher reflektieren müssen, das ist nicht die Realität. Der große Teil der Gesellschaft wird von den hochintelligenten Werbestrategen und von den hochintelligenten Medienbetreibern zu Konsumsklaven gemacht und in die Konsumsucht getrieben und so weiter. Und wenn ich noch mal daran erinnern darf, dass die Evolutionsverläufe bei freiem Markt so verlaufen, dass alles, was Lebensglück zerstört, sich als jeder Irrtum, der Lebensglück zerstört, verbal sozusagen, manipulativ, durch Gehirnbeeinflussung sozusagen, jeder Irrtum, jeder Irrtum, der Lebensglück zerstört, erweist sich unter Bedingungen von freiem Markt als vorteilbringend und breitet sich deswegen massenhaft aus. Und die Masse der Menschen hier ist ständiges Opfer dieser ständigen vorteilbringenden Irrtümer und hat eben gar keine freie Entscheidungsfreiheit. Die sind in Wirklichkeit, können niemals volljährig werden. Dr. Krall unterstellt quasi, wer volljährig ist, der ist so intelligent, der kann all das durchschauen und der tut alles Gute für seine Gesundheit. Und wenn er es nicht tut, dann liegt das nur darum, weil er weiß, dass die Krankenkasse die Schäden wieder repariert wird und er selber die Kosten nicht zahlen muss. Und ins selbe Horn stößt angeblich auch Friedrich Merz. Man müsse also irgendwie, die Leute müssten mehr bezahlen, wenn sie dann sich so ungesund ernähren und so viel Krankheiten verursachen und so weiter. Aber dabei ist all diese Diskussion ist völlig unnötig, weil wir mit der Einführung der Wohlfühlstimme, der Gesundheitsdaten und Langlebigkeitsdaten einfach alles beenden, was den Bürger verführen könnte, in die Sucht, in die Konsumsucht, in die Kaufsucht, in die Shoppingsucht, in die Esssucht, in die Süßigkeiten-Esssucht und so weiter. Alles würde wegfallen und Glück würde wieder erlaubt werden und so weiter. Also das heißt, dieses ganze Problem, auch die scharfe Kritik jetzt an Friedrich Merz in der einen Sendung, ist völlig überflüssig, wenn wir die Wohlfühlstimme, Gesundheitsdaten und so weiter zur Grundlage für die Verdienstzuschläge machen.
Dann sind alle Probleme auf einmal gelöst und dann brauchen wir diese ganze Debatte über Änderung des Versicherungssystems und Erhöhung der Gebühren für die Ärmeren und so weiter und Senkung der Gebühren für die Reicheren und so weiter. Diese ganze Debatte, die können wir uns völlig sparen, weil das Thema dann einfach weg ist, ja? Denn weil dann ist jeder Arzt und alle in der Gesellschaft werden alles tun, damit möglichst niemand mehr krank wird. Ne? Ja, und dann müssen wir uns ja klar sein, freier Markt, ja, Kriegstreiberei, ja, also ja, wir müssen uns klar sein, die Erzählung von Irrtumsgeschichten, da irrt sich ein Frühhändler, der zufällig Steinäxte dabei hat und erzählt irgendwie eine Geschichte eines grausamen Überfalls einer Kommune, dass eine Kommune, eine kommunistische, bonobo-kommunistische Kommune, die andere überfallen hätte und nachts totgeschlagen ist, was nicht Tatsache war. Das löst bei den Zuhörern so viel Angst aus, dass sie ihm die Steinäxte massenhaft abkaufen. Und er wird, dieser Irrtum erweist sich quasi als vorteilbringender Irrtum. Er wird diese Geschichte immer wieder erzählen, und wird sie irgendwann vielleicht auch selber wirklich, total, er glaubt sie ja sowieso als Wahrheit und er wird sie immer wieder erzählen und er wird der Vorfahre der erfolgreichen heutigen Waffenhändler. Ja, also auch die Kriegstreiberei ist die Folge von freiem Markt und freier Arbeitsteilung. Ja? Ja, und Lukaschenko soll gesagt haben, ja, also das ist das Angebot, dass ich da also Geld bekomme und dafür aber eben, ja, wahrscheinlich ist die Hintergrundüberlegung sozusagen des Internationalen Währungsfonds gewesen. Ja, also Weißrussland könnte ja zu einem Hotspot von Corona werden und zu einem Superspreader werden. Die fragen sich natürlich nicht, warum das bis jetzt Weißrussland noch nicht geworden ist, sondern nur 600 angebliche Corona-Tote statt 120.000 Befürchteten zu haben, eben gerade durch Null-Lockdown, ja. Und aber gut, also die Anbieter werden schon irgendeinen vorteilbringenden Irrtum der Medizinindustrie im Kopf gehabt haben, als sie dieses Angebot gemacht haben, ja. Denen böse Absicht zu unterstellen, wäre wieder zu weitgehend, ja. Ja, also und Lukaschenko soll halt gesagt haben, das ist eine Dummheit, also irgendeinen Lockdown zu machen und so weiter, ne? Ja, und dann dann habe ich mich wieder aufgeregt über diese vielen völlig sinnlosen Sendungen, die ich natürlich alle durchklicken musste, aber es gibt die Masse der Dinge, die da gesendet werden, ist völlig ideenlos, ne? Und ist nur, ja, da hören sich die Leute gern reden und ich wundere mich, dass Menschen solchen Menschen gerne zuhören, obwohl sie überhaupt nichts sagen in Wirklichkeit, ne? Ja. Frau Sarrazin, also die Frau des berühmten Thilo Sarrazin, soll also geschrieben haben an die SPD. Die SPD ist eine Partei geworden, in der man die Wirklichkeit nicht mehr beschreiben darf. Ja, das ist wohl so. Ja, das so viel. Also, und damit haben wir aber auch die Tagesthemen vollständig abgedeckt. Also diese ganze Diskussion, dass also Markus Krall unterstellt, die Leute sind nicht esssüchtig, weil sie durch den freien Markt des Glückes beraubt worden sind, sondern die sind deswegen so esssüchtig und essen sich krank, weil sie genau wissen, dass die Krankenkasse kostenlos die Schäden reparieren lässt. Dieser Irrtum und dieser Irrtum ist eben überholt, wenn wir die Wohlfühlstimme, die Gesundheitsdaten und so weiter einführen und daraus die Verdienstzuschläge berechnen, dann verliert auch die Industrie jegliches Interesse an Werbespots, die die Menschen zu krankmachender Ernährung verführen könnten, weil es dafür keine Profite mehr gibt. Na, so einfach ist das dann. Ja, das war's schon mal wieder mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute. Tschüssi, bis bald.